Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel zu der Partie Atletico Madrid gegen BVB. Champions League Spiel am Mittwochabend. Ja, wir gehen mal hier rein. Das überspringen wir. Also ich denke mal, ja. Ich denke mal, dass Dortmund verlieren wird. 1-0 oder 2-0. Ich weiß aber nicht, wie Atletico drauf ist. Weil Dortmund hat ja auch nicht so die letzten paar Spiele so abgeliefert. Gegen Bayern hat 2-0 gewonnen. Und ich glaube, gegen Stuttgart war es 1-0 Niederlage. Überhaupt nichts zu bei diesem Angriff. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Jawohl. Stefan Savic spielt neben Mario Ramoso in der Verteidigung. Saúl steht zusammen mit Koke im Mittelfeld. Und Eckball. Griezmann spielt im Sturm gemeinsam mit Griezmann. Morata. 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 Ecke kommt in die Mitte. Süle klärt. Ach. Was ist denn eigentlich mit Schlotterbeck? Der bringt ja auch nichts mehr hier, oder was? Beim BVB. Was erwartest du in dieser Partie vor? Weiß ja nicht, ob ich hier BVB-Fans habe. Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine... da könnte sich was anbahnen jetzt. Jetzt geht's richtig los. 1-0 Atletico. So. Yeah! Okay. Gehen wir mal weiter hier. Schau noch mal auf die Wiederholung. Nee. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. So. Und schon liegt Dortmund zurück. Und im Abschluss auch noch effizient. Jadon Sancho. Der BVB mit dem Ballverlust. Oh, oh, oh. Hallo. Morata. Schön. Wow. Oh, nein. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Aber dann verliert sie den Ball, keine Gefahr mehr. Schönes Dribbling hier. Jadon Sancho. Gutes Tackling. So, hier nach unten. Ja, Griezmann. Stark gemacht, das könnte was werden. Morata. Es bleibt ein enges Spiel, nur dieses eine Türchen drin. Okay. Weil sie das war meine Schuld. Ja, das wäre es gewesen. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache schon zu sicher. Ja, da ist Platz jetzt. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Oh. Brandt. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Geh weg hier. Auch geh weg. Für Atletico entschieden. Nein. Oh. Oh, oh. Das war einmal so viel getippt. Ach, Leggio mio. Sie spielen steil. Gefährlich. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Oblak hält. Dortmund möchte bei dieser Ecke den Ausgleich erzielen. Und jetzt. Zum Konter. Lauf, lauf, lauf um dein Leben. Immer noch diese Szene. Ach komm. Griezmann, macht er den rein. Da kommt der Pausenpfiff, damit ist der erste Durchgang hier. Ach, okay, dann gehen wir mal in die Halbzeit. Bis gleich. So, weiter geht's. Hier jetzt mit Dortmund. Also ich spiele jetzt mit Dortmund. Gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Gegen Atletico. Ja. Könnte der Ausgleich sein. Der war gar nicht so schlecht.
Nein. Am Ball Griezmann. Oh, oh. Da ist er alleine durch. Oh, oh. Morata macht das Tor. Okay. Dass Real Life so ist, dann war es das fast für Dortmund. Ja, freut euch, freut euch. Aber vielleicht auch nicht im Real Life. Oh. Sie zieht den Konter perfekt auf. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Komm jetzt. Verdammter Mist. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Malen. Ball bei Can. Sie suchen die Lücke. Nebenleute bieten sich gut oh. an. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ah, die sind aber echt... Och. Mann. Witzel. Atletico mit dem der spielt in Atletico? Wusste ich gar nicht mehr. Ich bin noch nicht so auf dem Laufenden, was in Spanien passiert. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Das war eng, aber er hat ihn. Ja, hopp. Jetzt Sabitzer. Das ist Daniel Mahlen. Sie suchen ihre Chance. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jö. 2-1. Jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Okay. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst noch alles drin. Gute Pass in die Tiefe. Unentschieden wäre auch nicht schlecht. Bleibt ruhig, lässt sich nicht irritieren. Da soll der Ball hin und genau da geht der Ball auch hin. Die Dortmunder verkürzen also. Ich glaube, hier ist sogar noch mehr drin. Wechsel bei Atletico. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. De Paul. De Paul? Vielleicht geht da was. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Oh, sehr schön. Malen. Daniel Mahlen am Ball. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Direkt das nächste Füllkrug. Ja, unglaublich. Eben noch dieser bittere Rückstand und jetzt ist alles wieder offen. Sehr schön. Also das wäre mit das Müller wäre schon mal gut. Und ich habe noch ein bisschen hier. Die Entstehung des Tores, sie bringen den Ball rein und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. Ach. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Amino! Gibt Abstoß. Ah, habt ihr schön gemacht. So, hier. Komm, lauf. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Niklas Füllkrug. Oh, das könnte was werden. Oh. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen. Schade, schade, schade. Markus Llorente. Nun gucke. Gucke. De Paul. De Paul. Angel Correa. Mann, was drücke ich denn immer gleich wieder? Dumm gemacht hier. Schön diesen Pass abgefangen. 2 Minuten werden nachgespielt. Spät, kommen Sie doch mal. Nach wie vor heißt es hier unentschieden, aber vielleicht geht doch noch was. Den Eltern sich lang ganz schade. Sicher. Gibt es doch noch die Entscheidung zugunsten Komm. Von Dortmund noch mal. Mach den noch rein hier. Nein. Zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger. Ach, schade. Okay. Dann holen wir das 2-2 hier. Im Hinspiel. Ja. Wie immer könnt ihr eure Tipps in die Kommentare schreiben. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.